Dynamo Dresden. Michael Kölner neben mir freut sich auf eure Fragen und mit denen können wir auch direkt beginnen. Dann geben wir einmal Rücken den Vortritt und danach Marco. Was macht der Rücken, Herr Kölner? Dann wird es besser. Also schon gespritzt worden und alles mögliche, aber jetzt zumindest kann ich wieder einigermaßen sitzen. Training wollte ich auch noch. Aber danke der Nachfrage. Ich hoffe, dass die nächsten Tage besser wird. Okay. Ihm geht's gut, haben wir jetzt gehört. Wie geht's Martin Kobylanski? Ist er einsatzbereit für Montag? Ja gut, er war zwar beim Training mal draußen, so mit einer Wadenzerrung gegen Zwickau erlitten und ja, dann zum Glück rechtzeitig raus. Endlich war es bei Raphael Holzhauser, aber also eigentlich früh genug uns Bescheid gegeben, dass es dann am Ende ein Faser ist, am Ende passiert. Und bei Martin müssen wir jetzt mal schauen von Tag zu Tag. Also ich habe jetzt da gar kein Gefühl dafür. Also wie gesagt, er ist die letzten Tage so umfangreich behandelt worden. Heute, wie gesagt, so die ersten Versuche immer auf dem Platz. Das hat ganz gut ausgeschaut. Wir haben ihn jetzt zwar jetzt extrem belastet. Und jetzt müssen wir mal schauen, so, ob es morgen und übermorgen ausgeht. Aber wir haben noch trotzdem 2,5 Tage am Ende bis zum nächsten Spiel hin und müssen mal schauen, was dann in den nächsten Tagen am Ende passiert. Die vermeintlichen Alternativen wären ja wahrscheinlich Manuel Swirl bzw. vielleicht auch Erik Tallich. Können Sie zu den beiden mal was sagen, wie so aktuell die sich geben, wie deren ja, also Zustand? Das ist jetzt Ihre Interpretation, ob das jetzt wirklich die beiden sind, die am Ende auf den Platz kommen, weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich habe jetzt auch mit dem Thema mich jetzt nicht so auseinandergesetzt. Also was für uns glaube ich wichtig, dass wir gegen Zwickau gesehen haben, wie die Mannschaft unterwegs sein kann, vor allem jetzt in der ersten Halbzeit. Das war, glaube ich, ein enorm wichtiger Sieg für uns. Ja, und jetzt steht ein neues Spiel auf dem Programm am Montag. Von dem her müssen wir jetzt einfach schauen, so, die Woche war jetzt richtig gut. So, ein heißer Kampf um die Plätze, das haben wir heute in der Innenzählung, gestern und vorgestern. Und jetzt müssen wir schauen am Ende, was auch die beste Konstellation für Dresden ist. Also ein ganz anderes Spiel. Zwickau spielt eine ganz andere Systematik als Dresden. Von dem her kann man es in 1:1 vergleichen. Aber wie gesagt, ob es ist dann ein Marius Wörl ist, Erik Tallich oder irgendein anderer, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, weil ich jetzt in erster Linie einmal die Hoffnung mit Martin nicht aufgibt, also das jetzt wird zum offenes Rennen. Es kann ja sein, dass Martin jetzt halt morgen und übermorgen dann fit ist. Am Ende werden sicherlich am Montag 11 die Spieler auf dem Platz stehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es wird ein Spiel werden, was da ja, um vieles wieder geht, wenn zwei starke Mannschaften sich gegenüberstellen und Nuancen entscheiden werden. Und da brauchen wir auf jeden Fall eine Mannschaft, die mit der hundertprozentigen Leidenschaft, Einstellung, Bereitschaft am Ende auf den Platz geht. Und deswegen leitet sich logischerweise ab, dass dann nur solche Spieler auf den Platz kommen, die hundertprozentig fit sind. Dann lösen wir uns mal raus aus der Aufstellungsfrage. Erik Tallich gehörte ja zu denen, die krank waren beim Mannheim-Spiel. Können Sie generell was zu seinem Zustand sagen? Und Sie haben ja in der Vorbereitung mal gesagt, dass Sie ihn eher nicht auf der 8, sondern vielleicht eher so als Flügelspieler interpretieren. Wie sehen Sie ihn denn? Ja, er kann beide spielen. Ich glaube, Erik hat natürlich einen großen Vorteil, ist ein Allrounder. Für das Zwickau-Spiel war es einfach so, dass er unter der Woche einfach, sagen wir mal, gesund geworden ist. Aber man hat schon gemerkt, dass immer schon richtig böse erwischt ist mit der Grippe. Von dem her war er am Samstag gegen Zwickau auch nicht bei 100% und ja, wir haben jetzt momentan auch den Luxus, dass wir jetzt aktuell kaum Verletzte haben. Der einzige war jetzt in der Woche nicht beim Training, war Marius Rösch, der hat sich nochmal behandeln lassen, wollte die Woche nochmal rausnehmen und dann nochmal besonders fit zu werden. Ist jetzt heute aber schon wieder ins Fahrrad, ins Radtraining wieder eingestiegen. Und von dem her waren jetzt die Woche alle am Platz und ja, und dann war es für Erik natürlich so, dass dann er nicht bei 100% war, aber jetzt in die Woche wieder richtig gut trainiert hat. Von dem her ist es momentan schwer, weil wir haben aktuell 21, 22 Spieler, die also wirklich hart um die Plätze ringen und am Ende ist der Kader 21 Mann stark und da muss dann am Ende auch Entscheidungen treffen, wer es im Kader schafft und wer von Anfang an spielt. Christoph, bitte. Herr Kölner, wie hat sich denn die Woche für Sie dargestellt jetzt nach dem Sieg? Ist ein bisschen Ruhe eingekehrt oder ist immer noch Druck auf dem Kessel? Ja, also in der Woche kriege ich jetzt nicht so wenig, relativ wenig mit, weil ich glaube,
man wäre jetzt falsch beraten, wenn man sich jetzt von diesen äußeren Umständen leiten lässt. Und am Ende geht es darum, ich bin hier Angestellter und am Ende geht es für mich darum, den Verein einfach Woche für Woche so aufzustellen, dass er seine Spiele gewinnt. Das ist uns am Samstag gegen Zwickau gelungen. Und jetzt geht es genauso auch wieder darum, dass wir uns jetzt akribisch auf das nächste Spiel vorbereiten. Das haben wir bis jetzt, wie gesagt, die letzten drei Trainingstage waren sehr, sehr gut. Wir haben eine lange Woche vor uns. Mal ein völlig anderer Rhythmus. Wenn du Samstag spielst, dann spielst du dann drauf am Montag. Und von dem her, wie gesagt, haben wir einen zusätzlichen Trainingstag mehr in der Woche, den wir heute dann eigentlich intensiv genutzt haben, dass wir mal länger 11 gegen 11 gespielt haben, um einfach mal zu schauen, wer auf seiner Position so momentan, wie jeder einzelne unterwegs ist. Und war ein hartes Match heute früh im Training. Und jetzt geht es einfach darum, dass wir morgen und übermorgen an den Feinheiten arbeiten und dann am Montag wieder richtig frisch auf den Platz zu kommen. Aber Druck oder weniger Druck, also ich empfinde es für mich jetzt nicht so. Ich bin mit meiner Mannschaft unter der Woche relativ einsam hier. Es ist jetzt nicht so, dass 5000 Zuschauer zum Training kommen. Es sind ein paar Leute da, die beim Training mal zuschauen. Ansonsten bist du absolut im Tunnel und im Fokus und versuchst alles in der Woche, dass du deine Spieler bestmöglich vorbereitest. Und damit sie am nächsten Spiel am Ende auch dann das Spiel maximal stehen können. Also das heißt, Sie konzentrieren sich jetzt voll auf das Sportliche oder hat es in der verlängerten Woche eventuell auch noch Gespräche gegeben? Nein, gar nichts. Also wie gesagt, der Austausch ist immer der gleiche. Also ich bin mit den beiden Geschäftsführern in einem sehr regen Austausch. Wir arbeiten da sowohl mit Marc Pfeiffer als auch mit Günter Gorenz sehr vertrauensvoll zusammen. Wir sind da sehr professionell an der Sache orientiert, dass wir alles unter der Woche tun, dass wir am Wochenende gewinnen. Das ist der eine Fokus jetzt neben dem meiner Trainingsarbeit und meiner Spielvorbereitung. Ansonsten bin ich ausschließlich damit beschäftigt. Wir haben meine 30 Schäfchen, 30 Schafe mehr oder weniger da unter der Woche gut über den Platz zu bringen, damit wir einfach gut trainieren. Und wie gesagt, da bist du eigentlich da maximal schon beschäftigt, aber es kommt jetzt in der Woche keine zusätzlichen Themen. Mal gucken. Mit dem Namen Dresden kommt ein potenzielles Schwergewicht der Liga ins Grünwalder Stadion. Die tun sich zwar auch noch schwer in der Saison, sicherlich trotzdem ein großer Name. Geben uns mal so ein bisschen Einblick, wo die Stärken beim Gegner liegen, beziehungsweise was für ein Gegner auf die Löwen da zukommen wird am Montag. Ja gut, Dynamo ist natürlich auch mit dem klaren Ziel in die Saison gegangen, den Aufstieg zu realisieren. Und ich glaube, sie merken natürlich jetzt auch, dass die dritte Liga nicht so einfach zu bespielen ist, obwohl sie nicht lange in der zweiten Liga waren, aber trotzdem, wenn du von der zweiten Liga runtergehst, erfahren ja viele Mannschaften und die meisten, dass die dritte Liga halt einfach eine schwere Kost ist. Sie müssen jetzt am Ende eine Serie starten und versuchen, dass sie an die vorderen Plätze Spieltag für Spieltag herankommen. Das heißt, aktuell 6 Punkte hinter uns sicherlich qualitativ eine sehr, sehr starke Mannschaft mit vielen guten Einzelspielern. Aber sie kommen ebenso mit viel Druck her. Also wie gesagt, das ist klar. Sie werden versuchen wollen zu gewinnen bei uns. Also denen bringt das Unentschieden auch nicht mehr sonderlich viel weiter. Daher muss für uns, glaube ich, schon jedem Einzelnen klar sein, dass wir um jeden Zentimeter kämpfen müssen, keinen Zentimeter von unserer Linie abweichen dürfen. Und mit dem gleichen Engagement, glaube ich, das war sicherlich vorbildlich, gegen Zwickau, mit der gleichen Leidenschaft und vor allem mit dem gleichen Willen, wie zuletzt an die Sache rangehen müssen. Und dann müssen wir von Beginn an Dynamo klar machen, dass es bei uns nichts zu holen gibt. Aber es ist sicherlich jetzt ein schwieriges Spiel, weil, wie gesagt, vor der Saison war es eigentlich klar, wer der Top-Favorit ist, das Dynamo Dresden. Und sie haben es jetzt im Kader nicht 10 Schwerverletzte oder 5 Spieler jetzt abgeben müssen, sondern sie haben nach wie vor den gleichen Kader wie zusammen. Und haben sich ja sogar noch den Luxus damals so geleistet, kurz vor Spielbeginn oder vor der Saisonbeginn dann anzunehmen, immer zu verstärken. Und von dem her wissen wir schon, was auf uns zukommt. Wir wissen aber auch, dass wenn wir mit der Intensität spielen, und das wird am Ende auch die Marschung sein, wie am Samstag gegen Zwickau, und natürlich mit dem Publikum im Rücken. Und das war gegen Zwickau auch einfach richtig schade, was das Publikum da am Ende auch dann veranstaltet hat. Glaube ich schon, dass wir in der Lage sind, am Ende dann am Samstag am Montag wieder zu gewinnen. Christoph? Ja, also es war ja auf jeden Fall eine deutliche Steigerung jetzt gegen Zwickau. Die Mannschaft war auch insgesamt viel präsenter, aber Probleme im Spielaufbau hat man immer noch sehr häufig gesehen. Wieso schafft es die Mannschaft nicht da, sich nicht immer wieder in Gefahr zu bringen?
Ja, ich sehe es ja so. Das hat auch, man muss jetzt auch Zwickau, weil ich habe schon isoliert betrachten, Platzverhältnisse, was da am Samstag im Stadion an Bedingungen geherrscht hat, war natürlich schon grenzwertig. Da kann man also keine feine Klinge spielen. Ich glaube, nichtsdestotrotz haben wir trotzdem einen guten Ball gespielt. Ich glaube, die Tore waren super ausgespielt. Dass man das jetzt vielleicht nicht über die 90 Minuten nicht halten konnte, okay. Das war sicherlich aber auch jetzt nochmal dem geschuldet, dass die Spieler sich auf der einen Seite in der ersten Halbzeit brutal ins Zeug geschmissen haben. Mit der 3-0 Halbzeitführung, glaube ich, haben wir eine der besten ersten Halbzeiten gespielt, seit ich hier Trainer bin, weil spielen wir bei den Boden. Es hat keiner in den Tagen vorher erwartet, dass so ein Schneefall kommt. Es hat uns trotzdem noch ein Stück weit überrascht, dass es dann so ausgeht. Ich habe gedacht, ja gut, es schneit, drumherum räumst du den Schnee, der Rasen ist grün, die Rasenheizung packt alles, aber am Ende war es dann so, ich glaube, in einer halben Stunde oder länger, wenn es hinten rausgekommen wäre, wäre wahrscheinlich die Spülung abgebrochen werden, weil es hat dann Ende der zweiten Halbzeit auch brutal geschneit und es ist immer dichter geworden. Von dem her war ich super zufrieden. Wissen aber auch, wie gesagt, dass genau das am Ende unsere Marschroute ist, jetzt auch für Montag, dass wir auf der einen Seite den Gegner enorm unter Druck setzen müssen, auf der anderen Seite natürlich im eigenen Ballbesitz einfach auch nur die nächsten Schritte machen müssen. Und mir war im Vorhinein klar, dass wir auf der einen Seite eine Mannschaft erleben werden, die genau das zeigt, nochmal nach außen, was ich eigentlich hier schon immer attestiere, eine charakterstarke Mannschaft, eine Mannschaft mit richtig guten Spielern, vor allem mit guten Menschen. Und das haben sie jetzt einmal nach außen gezeigt. Auch wenn viel Druck auf dem Kessel war, haben sie das Thema in die Hand genommen, sind vorangegangen auf dem Platz von der ersten Minute und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, von der ersten Sekunde an. Und jetzt geht es einfach darum, dass jetzt mit diesem Selbstvertrauen aus dem Spiel heraus du in den nächsten Wochen Spiel für Spiel dich ersteigern musst. Und wie gesagt, ich habe jetzt nicht erwartet, dass gegen Zwickau schon alles hundertprozentig funktioniert, sondern für mich war wichtig, dass wir gewinnen. Überzeugend gewinnen und am Ende ja, das haben wir von der ersten Sekunde gemerkt, unser eigenes Publikum überzeugen, dass wir einfach gewillt sind, alles in der Saison zu unternehmen, damit es eine richtig gute Saison ist. Einer der besten Gegenzwicker war zumindest meiner Meinung nach Yannick Deichmann, der ja auch im Mann krankheitsbedingt noch gefehlt hatte. Sagen Sie vielleicht noch mal ein, zwei Worte zu seiner Leistung und wieso ist der momentan für Sie auf der Rechtsverteidigerposition wichtiger als im zentralen Mittelfeld? Ja, also grundsätzlich ist es so, also Janik hat ein richtig gutes Spiel gemacht, ist sicherlich auch dem geschuldet, mit Chris Landers ist natürlich ein Konkurrent im Rücken. Also ich tue mich jetzt momentan echt schwer, wenn ich da aufstelle. Also am Ende sind beide richtig gut. Das ist eigentlich für den anderen ist es eigentlich richtig unfair, dass er jetzt auf der Bank ist. Das war ja, man hat jetzt auch gesehen in dem Spiel, weil dann Chris ins Spiel gekommen ist, es war jetzt kein Unterschied erkennbar. Sondern er hat auf der Seite einen richtig guten Job gemacht. Der Unterschied ist sicherlich, Janik ist jetzt sicherlich ein bisschen der brutalere Spieler, der mehr über die Physis kommt. Chris ist jetzt eher der vielleicht im Fußballspiel vielleicht ein Tick der Feiner ist. Aber am Ende ist es, glaube ich, entscheidend, dass du auf der Position 2 richtig starke Spieler hast. Weil das ist am Ende immer das Thema, so wie jetzt gegen Zwickau, gelbe Karte, erste Halbzeit, rutschiger Boden. Wir haben das einmal schon erlebt mit Tim Rieder, der mal vom Platz geflogen ist, bei ähnlichen Platzverhältnissen, ein rutschiger Boden, was Unterschied greift dann auf einmal dann zu einer zweiten gelben Karte. Von dem her ist immer gut zu wissen, dass du zwei starke Spieler auf der Position hast und dass du vor allen Dingen, egal welche Eventualitäten im Spiel auftreten, dass du nie einmal ein schlechtes Gefühl haben musst, sondern egal wer reinkommt, kann am Ende spielen. Und das haben wir heute im Training gesehen. Wenn man jetzt das Spiel von der letzten Woche nimmt, da spielt jetzt vorne kein Skenderovic, kein Bär und kein Lex. Also ich glaube, das ist eine Offensive, die auf der Bank sitzt, die nicht schlechter ist, als die wir gespielt hat. Und am Ende ist es dann so, meine Entscheidung, wer spielt, auf der anderen Seite war, dass die Spieler sich so einordnen und sagen, ich tue alles dafür, dass wir erfolgreich sind, egal ob ich jetzt mal ich vorne war und spiele oder ein anderer spielt, sondern dass wir das alle gemeinsam erledigen wollen. Und den Eindruck habe ich schon am Samstag gehabt und habe ich aber auch in der Trainingswoche, dass wir alle gewillt sind, gemeinsam erfolgreich zu sein. Eine Sache, die noch aufgefallen ist, in der zweiten Halbzeit, dass schon einige Gegenstöße, Konterangriffe waren, die dann eben nicht präzise genug zu Ende gespielt wurden.
Führen Sie das auch auf die Platzverhältnisse zurück oder ist es einer der Punkte, an dem Sie jetzt noch schwerpunktmäßig? Ja, also ich glaube, solche Spiele kannst du in 1000 Einzelteile zerlegen. Also Platzverhältnisse ja, also wenn man die Spieler gesprochen hat, der Blaue war extrem rutschig, weil viele Bälle vom Fuß weggerutscht sind, wo eigentlich normalerweise der Ball richtig sauber getroffen wird. Und dann rutscht er auf einmal durch den, weil einfach Schnee um den Ball drumherum war oder Eis drumherum war. War das schwierig, das ist die eine Begründung sicherlich. Das zweite ist, wir haben in den ersten absolut unheimlich viel investiert. Dann glaube ich, ist auch ein Stück weit der Druck abgefallen. Druck abfallen nicht immer was mit, ist nicht immer was Positives. Das ist manchmal auch so, dass da eine gewisse Lässigkeit oder doch eine Spur Nachlässigkeit ins Spiel kommt. Und das fehlt dann oft im Konterspiel, dass einfach dann die Dinge messerscharf gespielt werden. Das hat uns sicherlich gefehlt. Und dann glaube ich halt auch hinten raus, dass dann die Spieler am Ende so im Kopf gehabt haben, wir wollen jetzt auf jeden Fall mal verteidigen, wollen das Spiel nach Hause bringen. Und nicht jetzt die Gier gehabt haben, ja, heute können wir 5-6 Tore schießen. Aber mir ist es lieber, weil ich gesagt, dass die Mannschaft jetzt am Ende für sich begriffen hat, einfach das Spiel zu gewinnen. Und an den anderen Themen, da werden wir sicherlich in den nächsten Wochen sehen und dass die sich weiter steigern werden. Weil in der ersten Halbzeit, sagen wir mal, unsere ersten zwei Angriffe, die ersten drei Angriffe haben wir gleich zwei Tore gemacht, haben wir sauber zu Ende gespielt. Das Tor von Kobylanski war perfekt gespielt, mit kurzen Ball, mit langen Ball, mit einer präzisen Flanke. Also von dem her machen wir jetzt keine Sorgen, dass jetzt wir in spielerischer Armut unterwegs sind, sondern ich glaube, das ist einfach ein Stück weit schon den Platz geschuldet gewesen und natürlich auch, weil die Spieler dann schon für sich jetzt gesagt haben, wir haben in den ersten so viel investiert und jetzt geht es einfach nur darum, das Spiel nach Hause zu bringen, egal wie, damit wir unsere ersten drei Punkte jetzt in dem Jahr, wenn die einfach zu haben sind. Frau Mann, Sie haben diese Woche jetzt mal Verlat erlebt, weil es ist für ihn ja sicherlich hart gewesen, dann im Grunde Abwehrchef über die Dauer der Hinrunde, sage ich jetzt mal, und dann plötzlich auf der Bank zu sitzen, ist sicherlich nicht einfach. Wie reagiert er darauf? Wie geht er damit um? Sehr gut. Also wie gesagt, wir haben uns ja am Tag vom Spiel länger bei mir im Büro darüber unterhalten, kam dann zu mir aber hoch. Und am Ende ist es halt so, aber natürlich ist immer die Falle immer was Entscheidendes. Wenn du halt immer spürst und bist eine unantastbare Größe, dann tut sowas natürlich eher weh. Wenn jetzt bei einem Stürmer, da wo du gefühlt immer noch 60, 70 Minuten runtergehst, ein anderer kommt rein. Ich glaube immer, für mich ist entscheidend, wie ich vorher gesagt habe, man hat in dem Spiel gesehen, egal jetzt ob auf der Bank oder auf dem Platz, dass da einfach die Truppe in Ordnung ist und dass da jeder Einzelne alles dafür tut, zu gewinnen. Und jetzt war das genauso, natürlich brauchst du ein paar Minuten, bis du so eine Entscheidung mal verkraftest. Und jetzt denke ich jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass ich jetzt dann am Samstag in der Innenverteidigung einen Wechsel vornehme. Aber am Spieltag selber, also sowohl Vormittag beim Video, also dann auch beim Spaziergang und auch in der Kabine, habe ich jetzt nicht irgendwie den Jesper erlebt, dass jetzt irgendwie traurig wäre, enttäuscht wäre, sondern er hat alles gegeben, auch dann mit der Phase, wie er dann noch im Spiel war, in der Schlussphase, dass wir am Ende dann das Spiel um die Gegentor eher auf dem Platz war, dann am Ende nach Hause gekommen. Die Hinrunde ist vorbei, 33 Punkte, Einstellung des Drittliga-Vereins in Kurz. Vielleicht auch so eine kleine Bilanz nochmal zu ziehen und nach vorne zu blicken. Was zieht sich aus dieser Hinrunde positiv wie negativ und ja, welche Dinge würden sich gerne noch in der Rückrunde eben verbessern? Auch kurz zu viel Zeit, um jetzt nicht so mal, wir spielen am Montag schon, weil es jetzt erst Freitag ist. Ich glaube, wichtig ist, wir haben jetzt mit Platz 5, also mit 33 Punkten, den Punkteschnitt jetzt erreicht wie vor zwei Jahren. Im letzten Jahr haben wir 28 Punkte gehabt. Zu Beginn, weil ich übernommen habe, waren wir in der Winterpause bei 26 Punkten. Wir haben in jedem Jahr den Aufstieg mitgespielt. Ich glaube, allen ist klar, dass wir das bis zum Schluss auch wieder machen wollen. Dass wir in der Schlussphase der Saison und den Aufstieg mitspielen wollen. Da glaube ich, haben wir jetzt mit der Erinnerung auf jeden Fall nicht so viel verkehrt gemacht. Mit 33 Punkten sind wir auf jeden Fall zumindest jetzt annähernd im Soll. Natürlich nach 5 Startsiegen hat sich jetzt jeder gedacht, ja gut, wir werden jetzt 40 Punkte holen. Genauso, wenn wir in der Startphase das eine oder andere Spiel glücklich gewonnen haben, haben wir dann leider 4 Spiele vor der Winterpause am Ende dann nichts mehr geholt. Und am Ende, glaube ich, geht es für uns jetzt darum, dass du in jedem Spiel einfach dich auf das nächste Spiel konzentrieren musst.
glaube, das ist auch noch in der Liga. Das ist zwar ein blöder Spruch immer, aber das sind nicht so Oldenburg oder Meppen, sondern es steht Dynamo vor der Brust. Alles dafür zu tun, dass wir Dynamo schlagen, mit ähnlichen Parametern, wie wir das am Samstag gezeigt haben, jeden Zentimeter fighten, nichts nachlassen, alles geben im Spiel, auf und neben dem Platz, in der Woche hart dafür arbeiten. Das ist am Ende für mich eine Formel, die am Ende zum Erfolg führen kann, dass wir hinten raus dabei sind. Und dann brauchst du am Ende Konstanz. Sicherlich waren wir jetzt in der Saison nicht schlecht unterwegs, aber mit den 5 Startsiegen, sagen wir, es ist der 3 Siege geholt, ein Unentschieden, 1 verloren. Hätten wir bei den letzten 4 Spielen 1 gewonnen, 1 Unentschieden mehr gespielt, oder jeder sagt, alles in Ordnung, 33 Punkte, das passt doch so. Aber wir haben jetzt 10 Siege geholt, also in der letzten Saison sind wir viel an den Unentschieden immer wieder mal so hängen geblieben. Ich glaube, in der Saison haben wir die meisten Siege geholt. Wir haben vor 2 Jahren nur 9 Siege geholt, dieses Jahr haben wir jetzt 10 Siege geholt. Und jetzt geht es einfach darum, konstant weiterzuarbeiten. Und ich glaube, das wird ein Schlüssel sein, weil ich glaube, die Parameter drumherum, die sind stimmig. Wir haben einen sehr ausgewogenen Kader, wir sind auf jeder Position doppelt besetzt. Wir arbeiten im Training richtig gut, das sieht man, weil wir kaum Verletzte bis gar keine haben. Das heißt, bei uns fahren keine Spieler aus. Wir kommen, muss ja auf Holz klopfen, dass das so bleibt. Das sind wichtige Parameter. Die Truppe ist im Training unheimlich engagiert. Wenn du mit denen Dingen und die Chemie in der Mannschaft da stimmt, also dass die Kabine in Ordnung ist, glaube ich, dann hast du schon mal viele Dinge richtig gemacht. Dann brauchst du sicherlich natürlich auch Matchglück, musst du auch dann gut ins Spiel reinkommen. Aber die Dinge funktionieren jetzt und von dem her bin ich guter Dinge. Wie gesagt, ich habe die Vorrunde jetzt so in Trümmern gelegt, wie das manchmal andere Menschen nicht haben. Sondern für mich war klar, wenn wir Zwickau schlagen, haben wir 33 Punkte und wir werden eine starke Rückrunde brauchen. Das war aber vorherein klar. Also egal, wenn wir 40 Punkte geholt haben, nicht gesagt, in der Rückrunde waren wir in der Nase rum, sondern wir brauchen eine konstante Runde bis zum Schluss. Wir müssen durchziehen am Ende, aber ich bin da optimistisch, ich bin da extrem zuversichtlich, dass es funktioniert, weil ich die Mannschaft im Training sehe und sie jeden Einzelnen, wenn die hart an dem Thema arbeiten. Dann schaue ich und sehe keine Fragen mehr. Dann sage ich vielen Dank, wünsche euch und allen Zuschauern auf Löwen TV ein schönes Wochenende und dann freuen wir uns auf Montagabend.